Dann sind wir zurück nach dem zweiten Drittel der Hannover Indians gegen die Hammer Eisbären mit dem Spielstand 5:2. Auch ich habe die gleichen Gäste wie in der ersten Pause, aber diesmal teilweise in anderer Funktion. Da kommen wir gleich zu. Jetzt zu dir, Andy. Was war dein Gefühl nach 30 Minuten, als es 2:2 stand? Das Gefühl war nicht ganz so prickelnd. Man hat sich an manche Abende erinnert, an Dienstagabende, eiskalt, nass und dann eine Niederlage zu Hause gegen Es gab einige Geschichten. Okay. An sowas hat man sich erinnert gefühlt, aber dann haben die Jungs ja nochmal das Blatt gedreht und jetzt mit 5:2 sieht es doch ganz, ganz gut aus. Glaube ich auch, 5:2 standesgemäß. Hamm hat dann komischerweise auch ein bisschen nachgelassen die letzten 10 Minuten oder die Indians zugelegt, kann man sehen, wie man möchte. Ja, die Hammer haben das die erste halbe Stunde super gemacht, also haben ja da hinten gut drin gestanden und waren auch, die hatten Bock heute. Mhm. Ist der Fluch jetzt gebrochen? Wird der Sieg vielleicht noch ein bisschen, oder ja, wird es ein bisschen deutlicher? Carsten, was denkst du? Oder kommt Hamm nochmal, also ich sag mal, Kämpfermentalität haben sie, erinnern an unseren Nachbarn, wo sie fast einen 0-4-Rückstand aufgeholt haben? Ich glaube, wenn wir konzentriert weiterspielen, werden wir das Ding schon nach Hause bringen. Aber das sind halt so diese klassischen Spiele, wo du als Favorit wirklich ja nur schlecht aussehen kannst. Aber ich denke schon, dass die Jungs das jetzt nach Hause fahren. Okay, dann lass uns noch mal kurz einen Blick auf die Statistik des Spiels nehmen. Genau, Spielstand 5:2. Die Schüsse sprechen eine mehr als eindeutige Sprache. 27:7 Torschüsse, also 15:3. Merkt man jetzt auch im Spielstand, 19:17 gewonnenen Bullies, Strafminuten ist gleich geblieben wie im ersten Drittel, hat sich nichts verändert. Ja, häufig lügen Zahlen nicht an der Stelle. Wo wir gerade zum Thema Zahlen kommen, Carsten, kannst du uns mal mit dem aktuellen Zwischenstand, was die Warm-up-Trikot-Versteigerung anbelangt? Ja, es hat sich ein bisschen was getan, wir haben eins weniger. Mhm. Das Trikot von Tommy Pape ist dann nach unserer letzten Schalte für 400 € im Sofortkauf weggegangen. Das heißt, es wird also so langsam so ein bisschen enger. Es sind nur noch 4 Trikots mit Namen da und ansonsten noch 5 von den Ersatztrikots, wo man ja auch schon sagen muss, die Nummer 66 ist ja auch schon wirklich ein Gamer, ist ja gespielt worden. Also von daher kann ich nur jedem raten. Und wenn ich gerade mal so die Einblendung sehe, Mietja für 150 € unserem Derby hält, also ich glaube, da geht noch was. Ein Gegentor gegen die Scorpions, muss man nochmal erwähnen. Ja, aber da sind ja nochmal so elitäre Namen wie Nico Esposito Selivanov dabei, Mietja Friedrich, also Friedrich, oh Gott. Ja, aber ich hab's ja, Nico, heute mit Nico Esposito Selivanov sollte eigentlich das nächste sein, was weggeht. Da hinten in der Ecke, da sitzt einer, der noch nicht geboten hat. Ja. Ja. Sieht deine Frau das, wenn ich das jetzt sage? Da sitzt der liebe Arve, der eben gerade schwer gearbeitet hat mit Maxi Pohl. Okay, gut. Kurz nochmal zur Erinnerung, wann endet die Versteigerung? Die Versteigerung endet Donnerstag um 21 Uhr. Und gegen 20 Uhr wird es die letzte Aktualisierung geben bei uns auf der Homepage. Wird dann auch mit Facebook, Instagram verlinkt. Und ja, ich kann halt jedem nur noch mal raten, sich das zu überlegen, weil es sind halt wirklich besondere Trikots. Diesen Trikots ist halt wirklich, sind die Logos sind genäht, Nummern und Name ist genäht. Also von der Qualität her, ich glaube, das letzte genähte Logo hatten wir 2004. Mhm. Also das ist schon was Besonderes und das ist halt wirklich auch bewusst. Da hat eben Oma noch Handarbeit angelegt. Genau. Okay. Ja. Ich habe es eingangs schon gesagt, Carsten und Andy hier heute in anderer Funktion auch nochmal jetzt in der zweiten Pause. Einmal den ersten Vorsitzenden des e.V.s und daneben den Schatzmeister des e.V.s. Lasst uns kurz ein bisschen über den Nachwuchs sprechen. Ja, Nachwuchs, glaube ich, immer ein Thema, auch in den letzten anderthalb Jahren schwierig gewesen. Wie sieht es denn aktuell aus bei unserem Nachwuchs? Carsten vielleicht? Ja, also es sieht eigentlich wieder recht gut aus. Wir haben halt immer so die Problematik, dass das Thema Corona
lässt dich halt nicht wirklich vernünftig planen. Also du bist immer an dem Punkt, wo du nicht weißt, was kannst du jetzt machen, was gibt es für neue Regelungen. Also du musst halt vieles immer verändern, sei es beim Training, sei es auch bei den Laufschulen, die wir halt mittwochs und samstags haben für die Kids. Da müssen wir halt immer gucken, was ist gerade möglich. Was kann denn der Zuschauer jetzt konkret daran ändern, dass die Bedingungen vielleicht ein bisschen verbessert werden? Grundsätzlich kann halt jeder selber was tun, indem er sagt, so, ich werde Fördermitglied. Das hilft uns halt am meisten. Es müssen halt nicht nur Mitglieder auf dem Eis, sondern eben diese 60 Euro Fördermitgliedschaft, die sind halt wirklich auch gut angelegt. Und wer sich das wirklich überlegen möchte, der Klaus steht bei jedem Heimspiel vorne im Eingangsbereich bereit. Es gibt da dann auch die Hockey Night und da lässt er sich gerne auch auf Gespräche rein, wird euch das gerne nochmal näher erklären und hat auch immer Mitgliedsbeiträge dabei. Genau, und diese 60 Euro ist ein Jahresbeitrag, ja. Muss man mal dazu. Genau, Jahresbeitrag. Also wenn und man kann das mal von der Steuer abgesetzt werden. Oha, also 5 Euro pro Monat und steuerlich absetzbar. Wenn das jetzt keine schlagenden Argumente sind, dann weiß ich auch nicht. Kommen wir kurz zur aktuellen Mannschaft. Auch da gibt es ja 1, 2, 3, 4 Spieler, die sich auch bei uns im Nachwuchs engagieren. Ist auch nicht selbstverständlich. Andy, welche sind das denn? Genau, also Nico Turnwald ist seit dieser Saison ja bei uns als Trainer mit dabei. Ich glaube, in der U17-Mannschaft ist er hauptsächlich, aber er trainiert auch andere Mannschaften mit. Mietja Fiedrich ist als Torwarttrainer mit unterwegs und hat die Goalies unter sich so ein bisschen. Tommy Pape, der den Fitnessbereich machen wird in Zukunft. Und wir haben jetzt auch die ersten Gespräche mit dem heutigen Geburtstagsbove geführt, dass er. Was macht er, Eiskunstlauf? Nee, das nicht, aber er wird sich um die Kleinen kümmern und bei der Laufschule mit unterstützen. Da wäre ich dabei gewesen beim Eiskunstlauf. Also das hat er uns zumindest mündlich schon zugesagt. Ich denke, wir werden nachher beim Geburtstagskuchen dann nochmal drüber sprechen. Okay. Da lassen wir noch nicht mehr raus. Ja, okay, gut. Ich bin gespannt, was dann noch so kommt. Also die Laufschulen sind halt eben das Thema, die sind jetzt auch getrennt dieses Jahr. Also eine Eishockey-Laufschule, die ist immer samstags und Eiskunstlauf immer mittwochs und von daher. Okay. Ja, dann war's das schon. Dann entlasse ich euch für heute Abend. Noch viel Spaß mit dem letzten Drittel. Hier geht's jetzt weiter mit den Highlights mit Dennis Boxhorn und Florian Selke. Viel Spaß. Bis dahin. Tschüss.